So, Occupy lebt auch nach der Räumung. Hier versammelt man sich jetzt vor dem Rathaus. Das gefällt den Herren natürlich wieder nicht. Ach, da bin ich ja froh, dass ihr heute so günstig gekommen seid. Hallo! Hey, Boss!
Occupy bei der Räumung ist heute geräumt worden. Ich war der Letzte, der da noch war. Weil mein Rollstuhl war plötzlich so furchtbar kaputt. Und da konnte ich da nicht weg und die Polizei wollte mich irgendwie nicht räumen, haben sie sich nicht getraut. Naja, und dann hat irgendwie einer hier so einen Knopf gefunden, wie man den Rollstuhl dann trotzdem mal wegschieben kann. Und danach konnten wir ihn dann auch wieder reparieren, ganz zufällig. Und jetzt sind wir vorm Rathaus, um dann noch ein bisschen Theater zu machen. Ja, ja, die Farben waren nicht so toll. Ja. Ja. Okay. Also wir halten gerade ein. Von Mülheim. Ja. Sein. Also das kann ich Ihnen jetzt aber so nicht sagen, aber generell ist das auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, ja. Hallo! Hey! Du bist auch da? Ja, ja. Ist der Typ denn jetzt von der Stadt der Fendungsbeamte oder vom Amtsgericht? Okay, ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, aber wie gesagt, was ich schon mal gesagt habe, nur wenn zwischendurch nicht irgendwie was Neues lief. Also das könnte sein, dass die 3 Jahre dadurch nicht gelten. Erstmal ja, würde ich erstmal tun, weil die müssen dann erstmal zeigen, warum, wieso, weil er kann also so mit einem so alten Ding, könnte er das nicht machen. Da muss er dann also beweisen quasi, dass das nicht so ist, dass das nicht verjährt ist. Ja, ja, klar. Nein, 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 das nicht, aber vielleicht ab Zustellung, das weiß ich jetzt nicht. Ja, und dann wird ja da wahrscheinlich, also dieses Datum, was Sie genannt haben, ist das Datum der öffentlichen Zustellung oder ist das das erste Mal, wo Sie versucht haben, Ihnen das normal per Post zuzustellen? Ja. Also möglicherweise könnte durch diese öffentliche Zustellung, die ja später wahrscheinlich stattgefunden hat, die 3 Jahre dann nochmal gehemmt sein. Aber das wissen Sie ja erstmal nicht. Erstmal gehen Sie von den 3 Jahren aus und das wäre verjährt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau, genau, richtig. Ja. Ja? Verbrecher. Ja. Ja, ja, der Dumme ist nur, Sie haben es gemacht, das ist der Dumme. Das ist richtig. Ja.
Ja, genau. Ja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass Sie gegebenenfalls wieder Einsetzung im vorigen Stand machen müssen. Und da haben Sie ja nur 7 Tage Zeit. Ich weiß ja nicht, ob Sie die Frist eingehalten haben. Ja, kommt schon die ersten Pflaster. Okay. Ja. Wir können uns ja wegfahren. Ja, machen kann man dann natürlich immer alles. Die Frage ist, inwieweit die das interessiert. Ne? Ich sage ja immer wieder, lesen Sie meine Seiten, dann kriegen Sie mit, dass Sie also Gesetze, die eigentlich überhaupt nicht interessieren. Ja. Ja, ja. Nein, sowieso nicht. Nein, nein. Ich mache ja grundsätzlich nie auf. Gegebenenfalls könnte er vielleicht eine Türöffnung beauftragen, aber da weiß ich ja eben nicht, was da, wie das da im Genauen abläuft. Man hat ja unter Umständen auch die Möglichkeit, da nochmal Rechtsmittel einzulegen. Das habe ich mal beim Finanzbeamten gehabt, der hatte mir angedroht, mein Auto zu fängen. Und da habe ich gesagt, dann machen Sie das doch. Und dann kam er klein raus und sagte, nee, darf ich ja gar nicht. Das war also auch eigentlich Nötigung, weil er wollte nur halt, wenn er sagt, mein Auto fändet er, dann würde ich quasi bezahlen. Als er gesehen hat, das funktioniert nicht, dann fiel ihm plötzlich ein, dass ich ja das Recht habe, da Widerspruch einzulegen. Und dann musste die Sache wieder von vorne anfangen. Also mein Auto ist nicht gefändet worden und das Geld hatten die Lumpen damals auch nicht gekriegt. Aber ich kann Ihnen das jetzt aus dem Kopf auch nicht so sagen, da bin ich auch nicht in allem so drin. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte nämlich auch noch Wurzel dabei. Ja, so, den hat er also noch nicht. Richtig. Ja. Das heißt, den hat er noch nicht. Den müsste er dann also erstmal beantragen. Also kann da am 10. oder wann das jetzt war, noch überhaupt nichts passieren. Ja, eigentlich ja. Also auf jeden Fall sollte. Jedenfalls sollte man das die Sache dann eben dem da auch nochmal beifügen. Ja, 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 ja. Also am 10. kann der da auf jeden Fall gar nichts machen, wenn er kommt. Dann wird er am 10. wieder abziehen müssen, wenn er so da steht, kann er da gar nichts machen. Ja, ja. Ja, die 3 Jahre, die sind ja auf jeden Fall definitiv da. Und die, wenn das nicht so ist, müssen sie das widerlegen. Die können jetzt nicht einfach sagen, interessiert mich nicht. Aber das eigentliche Problem ist, die halten sich an keine Gesetze. Das ist ja eben das Dilemma. Ich kann immer nur das sagen, was quasi gesetzlich da vorgeschrieben ist. Aber wenn die sich eben an die Gesetze nicht halten, dann ist eben das Dilemma dabei. Ich meine, wir wissen ja, dass auch keine Kinder von den Eltern einfach weggenommen werden dürfen und trotzdem passiert das ja eigentlich täglich. Das ist ja das Dilemma. Ja. Aber heute war das auf jeden Fall schön, hier 50 Demonstranten im Lager, wenigstens 300 Polizisten, die sind mal so richtig beschäftigt worden. War schon, die Leute haben sich auch aufgeregt drumherum, die waren da. Ab 6 Uhr waren die da zur Räumung. Ich hatte das vorausgesagt, dass das gestern nicht ist. Die haben gestern alle schon mitgerechnet. Da habe ich gesagt, nein, das wird erst heute sein. Ich war also gegen 8 Uhr da oder vorher, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann hat sie das noch bis nach 9 Uhr hingezogen, wo sie dann endlich angefangen haben. Oder sogar bis nach 10. Ich weiß das gar nicht mehr. Wann haben sie geräumt? Nach 10 oder nach 9? Dann alle die Zeit voll. Auf jeden Fall war dann wirklich mal so ein bisschen Action direkt gegenüber dem Justizministerium. Also und ich mitten dabei. Mal gucken, ob auch da was im Fernsehen kommt. Müssen wir mal sehen. Ja, wir wollten gerade gehen. Noch halb 10. Haben Sie ja durchgesagt. Ja, aber klar, dass die kommen. Ich hab schon. Nicht, weil die jetzt kommen. Hier kommt jetzt auch schon wieder Polizei.
am Rathaus, wo wir sind. Wir sitzen ja hier nur, die machen gar nichts, trinken teilweise was. Irgendwelche wollten den Bürgermeister sprechen, aber jetzt kommt hier auch schon wieder die Streife. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay. Jo, tschö.